In Akkordarbeit machen sie hier alles bereit. In der bayerischen Gemeinde Eichenau wird die Turnhalle kurzerhand in eine Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge umgebaut. 180 Feldbetten stellt die Feuerwehr gemeinsam mit dem technischen Hilfswerk auf. Kleine Kissen, Handtücher und Schlafsäcke legen die Helferinnen und Helfer bereit, um den ankommenden Flüchtlingen ein paar Stunden Ruhe zu geben. Josef Spieß, der zweite Bürgermeister der Gemeinde, erklärt: Also eine dauerhafte Bleibe wird es nicht werden. Ich sage jetzt einmal so von einer Woche bis zwei Wochen vielleicht. Und dann werden die vermittelt und die gehen dann dahin. Es gibt dann Verwandte. Also wir haben ein sehr gutes Netz, wo man dann die Personen dann vermitteln kann. Die Turnhallen, in denen Schulsport stattfindet, bleiben weiterhin dafür frei. Die Budrio-Halle in Eichenau ist eine Gemeindeturnhalle. Deswegen kann hier eine Notunterkunft aufgebaut werden. Wer hierher kommt, entscheiden die Erstaufnahmezentren. Schon jetzt sind einige ukrainische Geflüchtete in der bayerischen Gemeinde. Josef Spieß ist zufrieden mit der aktuellen Bewältigung der Situation. Also die bei uns jetzt schon da sind, seit über einer Woche, die Gänger spazieren, die siehst du, als wenn die schon immer da waren. Und das tut ihnen richtig gut und wirklich die Bevölkerung ist sehr gut dabei. Wie lange die Turnhalle im bayerischen Eichenau als Notunterkunft dient, ist noch offen. Die Gemeinde ist auf alle Fälle vorbereitet.